Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie wieder zu einer neuen Sequenz unseres Hausschatzes der modernen Kunst der Wiener Gesellschaft für vervielfältigende Kunst. Wieder ein Auszug heute von verschiedenen Künstlern mit den unterschiedlichsten Darstellungen. Kommen wir gleich zum ersten. So, unser heutiges erstes Bild zeigt einen Mönch und es heißt auch so ein Mönch, Klammer auf, Klammer zu. Dieses Bild ist von Franz von Lehnbach, 1836 in Oberbayern geboren. Und Franz von Lehnbach ist Bildnismaler, ganz klar zu erkennen. Er ist viel herumgekommen in Augsburg, München, Italienreisen, in Weimar war er an der Kunstschule, in Wien, wiederum in München. Und hier war er auf einer Spanienreise und hat dort diesen Franziskanermönch getroffen und hat ihn auch gleich so aufgenommen und dargestellt. Also, wie schon gesagt, er ist ein Porträtmaler und im Besonderen zeichnet ihn die Ausdrucksweise der Augen auf, die ihn sehr, sehr bekannt gemacht hat und auch von vielen Fürsten dann als Porträtmaler aufgenommen wurde. Also mal etwas ganz anderes, Porträts hier im Schwerpunkt. Das nächste Bild nennt sich Partie bei Lundenburg. Schönes Landschaftsbild, ist von Eduard von Lichtenfels, 1833 in Wien geboren. Und er ist ein klassischer Landschaftsmaler, das sieht man hier ganz deutlich, und zeichnet sich, wie man ihn immer wieder zitiert, durch eine feine Naturbeobachtung aus. Das stellt sich auch ganz genau in diesem Bild dar, mit den einzelnen Bäumen, mit den Tieren, die sich jetzt hier in dem Bach oder Fluss trinken und eine Pause einlegen und trotzdem beobachtet werden von der Hüterin oder dem Hüter. Man kann es nicht so genau, man sieht ja die Figur nur von hinten, beobachtet und kontrolliert wird. Auch der Hintergrund mit den Bäumen, mit dem Rauch, der übergeht dann in die Wolken, sehr, sehr fein beobachtet. Er selber ist später Professor für Landschaftsmalerei in Wien geworden und das stellt wiederum dar, wie sehr er sich mit dieser Landschaftsmalerei auseinandergesetzt hat und dafür auch bekannt wurde. Sehr interessantes, eindrucksvolles Bild. Das nächste nennt sich die Hanfspinnerinnen. Ist von Max Liebermann, 1849 in Berlin. Sehr bekannter Name, wer kennt nicht Max Liebermann? Er ist der Naturalist seiner Zeit und er greift diese Themen auf. Hier hat er mal ein soziales Thema aufgenommen, indem er eine Werkstatt gezeichnet hat von innen. Die ganze Problematik, die sich hier der schweren Arbeit zeigt. Und er kann dieses auch hier, er ist auch bekannt als Maler des Lichtes und der Ehrlichkeit. Und das kommt hier sehr schön durch die einfache Darstellung oder das einfache Thema einer inneren Werkstatt, das Innere einer Werkstatt zu zeigen, diesen Mut zu haben und auch diese Ehrlichkeit der Technik und der schweren Arbeit so darzustellen. Also Max Liebermann kann man nicht viel zu sagen, jeder weiß viel über ihn. Das ist ein klassisches Bild, was ihn prägt und ihn auch charakterisiert. Das nächste hier ist mal was ganz anderes. Die lustigen Weiber von Windsor. Ganz klar Shakespeare. Ne? Und hier wird eine Szene von Shakespeare dargestellt, wie der dicke Falstaff, so nenne ich das mal, in Weiberklamotten da aus dem Hause gejagt wird. Also ein Thema von Shakespeare. Gemacht wurde es von Wilhelm von Lindenschmidt, 1829 in München. Er war der Sohn eines Malers, ne? Und war in der Münchner Akademie, war auch im Städel, war in Paris und ist später Professor der Akademie in München geworden und hat sich in diesem Besonderen, das war seine spezielle Richtung, von Interpretation der Literatur darzustellen, bekannt gemacht. Das waren die ersten vier Bilder. Schauen wir zu dem nächsten. Das nächste hier nennt sich der Lieblingspage. Zeigt ein Bild einer vornehmen Dame, ganz teure Kleider und Kette und Hut und ein Page mit langen Haaren spielt auf der Laute, spielt ihr was vor, also ein klassisches Szenebild, ne?
von Vertrautheit des Arts. Dieses Bild hat Hans Makart gemalt, 1840 in Salzburg, und ist eigentlich ja, eine schillernde Gestalt. Er war Wappenmaler und Dekorationskünstler, bis er dann doch bekannt wurde und nach Wien berufen wurde und hat dort die Künstlerszene mit seinen ganz speziellen Themen, wo hier eins von dargestellt wird, sehr geprägt. Also er war so ein bisschen der bunte Vogel in der damaligen Szenerie und hat sehr viel Einfluss genommen auf viele andere Künstler. Er war sehr, sehr prägend. Das nächste Bild ist von 1800 aus Prag und hat den Titel Sturm bewegt. Aus der Ferne kann man das nicht so intensiv erleben, aber wenn man sehr nah rankommt, dann sieht man, dass der Titel zu Recht besteht. Die aufgepeitschte See hier, die an Land schlägt, die Frau, die sich frierend den Umhang zuhält, mit den wehenden Haaren, hier ein Vogel im Sturm, dann wie der Wind an den Blättern zaust. Also der Titel sagt genau das, was das Bild ausdrücken will. Und Julius Marak, 1850 in Böhmen geboren, ist auch klassischer Stimmungslandschaftsmaler. Er war auch Zeichner, er war auch Radierer und ist in Wien berufen worden und dann wieder zurückgekehrt nach Prag, wo er dann Professor an der Akademie wurde. Also er hat es immer geschafft, Ausdruck in diese Bilder und die Kraft in diesen Bildern voll darzustellen. Das ist, wie man ihn zitierte, die feine malerische Stimmung konnte er voll überbringen. Also wirklich ein sehr bewegendes Bild im wahrsten Sinne des Wortes. Die nächsten beiden Bilder müssen wir mal wieder zusammenfassen. Ich lese nur kurz vor. Christus erweckt des Jairus Töchterlein und der Vivi Sektor. Wir befassen uns erstmal mit diesem Bild hier. Beide sind von Gabriel Max gemacht worden, 1840 in Prag geboren und war auch viel unterwegs in Holland, Belgien, Italien, Paris und gilt als visionärer Maler. Mal was ganz anderes, visionärer Maler. Christus erweckt des Jairus Töchterlein, das heißt also ein junges Mädchen von Todesstarre geprägt, ne, da liegend im Koma vielleicht, ne, wird durch die Hand haltenden Jesus versucht wieder zu erretten. Und seine kleinen Feinheiten zeigen sich ganz deutlich hier auf dem Arm mit einer Fliege, die dort drauf sitzt. Also visionäre Bedeutung versucht er sehr stark auszudrücken. Also eindrucksvoll, sehr interessant. Machen wir gleich den Sprung rüber, der Vivi Sektor. Vivi Sektor, was heißt das? Das sind Versuche an lebenden Tieren zu Forschungszwecken. Und hier äußert er sich eigentlich sehr politisch und will mit diesem Bild sagen, dass er eigentlich solche Versuche an lebenden Tieren, wohlgemerkt, verabscheut. Das heißt, dass er hier eine Allegorie geschaffen hat, wo diese Frau oder Fee die Waage hält mit Organen und wie dieser Sektor, der Forscher, das betrachtet und daraus seine Schlüsse ziehen will. Und der Hund in der Mitte verdeutlicht noch einmal, dass es hier um Tiere geht. Also eine ganz klare politische Aussage, die heute noch gilt und heute noch ihre Bedeutung hat. Also damals war auch schon Gabriel Max sehr prägend. Das war es von dieser Sicht.